Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sacred Gold und Storm Silver Souling Part. Was geht ab? Hallo Leute, im letzten Part, schaut euch auf jeden Fall an, der war crazy, haben wir gegen... haben wir gegen... Wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen wieder vergessen. Proton. Proton. Und auf Deutsch hieß er, das weiß ich nicht mehr, ich hab's total vergessen. Egal, wer... Arschloch. Arschloch. Man kennt so hieß er auf Deutsch. Genial, haben wir gefightet. Der Kampf war crazy, findet ihr auf Sifrons Kanal. Checkt es auf jeden Fall aus. Heute gehen wir hier die Treppe hoch und kämpfen gegen die junge Dame hier. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und danach wartet auch noch Atlas auf uns. Wir haben ein neues Teammitglied mit reingenommen. Wir haben hier Hip, dem ich auch noch kein Item gegeben habe. Sehe ich gerade. Geben wir dem denn? Leftovers sind halt immer so verlockend, ne? Die gehen halt immer. Ich glaube, da lasse ich mich auch nicht lumpen und gebe dem welche. Ich meine, der Sandsturm, der ist halt da. Der kann nervig sein, aber ich habe Garchomp und Metagross, die davon nicht beeinflusst werden. Das heißt, die können mir wahrscheinlich sogar helfen. Und der Powdon ist halt so bulky. Ja, dann 183 KP, 151 Verteidigung, hat auch noch Curse. Bist du größerer Fan von Focus Sash oder Life Orb Weavile? Focus Sash, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Life Orb ist natürlich geil in Wi-Fi Battles, aber in Nuzlocke, da bin ich ja ein Fan von Focus Sash. Alright, wollen wir starten? Gegen die junge Dame. Wir starten. Was hatte die noch gleich für Pokémon? Ich weiß es nicht mehr. Der andere Typ hatte Weezing-Scheiße. Ariana Grande, genau. Gegen die haben wir jetzt ja schon zweimal gekämpft. Einmal vor der Safari-Zone. Was liebe ich denn? Und im Rocket-Versteck. In Mahagonia City. Die hat auch natürlich 6 Pokémon, man kennt es. Und sie leadet mit Jinx. Alright, das ist in Ordnung. Ja, dann passt der Lead, den ich tatsächlich machen wollte. Also da sollte Mike überhaupt keine Probleme haben. Einfach Choice Band Crunch, Alter, die stirbt, glaube ich, 3-mal. Ja, ich habe auch Crunch bekommen mit meinem Chin-Chan. Auf Level 46 hat der Junge Crunch gelernt und das somit den besseren Move als Biss. Warte, jetzt Ballpin? Können wir richtig reinhauen. Da kann ich doch drin bleiben und auch Crunch drücken, oder? Also der kann mich halt safe nicht killen. Und ich bin Choice Banded. Ich habe es killt. Hat er Focus Blast? Nee. Death Drop? Er hat keinen Focus Blast. Also sollte er nicht. Sludge Bomb, das killt halt niemals. Okay. Vielleicht aktiviert er sogar mein Adrenalin. Ich weiß aber nicht, wie cool ich das finden würde. Ja, obwohl, von der Range wäre das noch in Ordnung. Digga, okay. Warum kommt er mit Vileplume auch gegen mich rein? Hat er echt das Gefühl, dass er einen Ice Punch tankt? I don't know. Vielleicht. Ich meine, du hast den Focus Sash im Fall der Fälle. Ja, aber will ich den wasten? Das ist die andere Frage. Okay. Digga, weißt du, was krass wäre, wenn er Mach Bomb bedrückt, ich auf 1 KP komme und die Pointen fresse, Digga. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht, ja. Okay, er geht jetzt hier in Arbok raus, aber da will ich nichts risken, weil Arbok kann Erdbeben haben. Meinst du, soll ich zu Klitschi? Ja, Klitschi sollte, glaube ich, safe sein. Okay, Sandsturm kommt raus. Das Ding ist halt, Vileplume ist schon einigermaßen bulky. Er geht für EQ, also er könnte... Er könnte was tanken, ja. Er könnte halt schon, obwohl ich habe 147 Angriff und es ist sehr effektiv, aber... Und du hast 98 Spezialverteidigung, ne? Du tankst auch von ihm alles. So, also... Ach komm, scheiß drauf. Hier, Chin-Chan! Say hey, hey, Chin-Chan! Punch dieses Wild-Lo auf den... Ice Fang! Oh shit. Ja, aber das macht nicht viel. Ich bin so bulky und ist nicht stabbed. Das war sogar ein Crit! Ein Crit, Alter. Lil. Crazy. Ey, bei mir kommt auch Arbok. Also die scheint irgendwie nichts zu haben. Also du hast gesagt Ice Fang, ne? Okay, genau, Ice Fang und EQ. EQ hat die auch. Ice Fang und EQ. Denkst du, hat sie eine Poison, hat sie einen Poison-Move? Wahrscheinlich. Physisch? Speziell? Das weiß ich nicht. Scheiß auf, ich geh zu Eren. Giftzahn. Oh, warte mal, Arbok? Oh, Milotic. Konnte Arbok... Gangshot, Digga. Yo. Scheinbar sehr physisch. Was war okay, ich gehe auf eine Stone Edge. Ich gehe raus in Kira. Komm, das tank ich auf jeden Fall, Junge. Ja, solltest du. In einem Level krieg ich Stone Edge und dann baller ich alles weg, Junge. Und hier jetzt triff, danke.
Geht für Surfer, wie viel macht es? Ja, ist in Ordnung. Das ist okay. Dafür nehme ich den Sandsturmschaden noch mit. Ah, schöner Stone Age Crit, Digga. Ach, Bock. Okay. Ja, jetzt kommt aber Milotic. Und jetzt habe ich ein Problem. Du hast Valreiser. Ich habe Valreiser, aber mit Valreiser kann ich halt nichts gegen das Teil machen. Body Slam ist auch auf jeden Fall nicht der richtige Move, weil die kann Notschutz haben. Notschutz. Genau. True. Und dann sieht es sehr kritisch aus, da kriegst du nicht mehr tot. Dann kann ich Mr. Möppel tatsächlich schon vergessen, weil mehr habe ich dann auch nicht. Kastil vielleicht? Ich glaube, dass Kastil 2 Surfer tanken sollte. Wie viel Spezialverteidigung hat der? Ja, ein bisschen mehr als Death, aber ich habe so keinen Bock gleich irgendwie, oh je, Freeze oder Burn oder... Nein, geht für Surfer. Okay. Scald gab's hier noch gar nicht. Ja, true. Und ja, da tankst du. Okay, das ist in Ordnung. Ich gehe für einen Drain Punch. Ja. Dann kill ich auch keinen Crit. Das sollte absolut fein sein. Yo, der macht sogar ziemlich guten Schaden. Ja, 50%. Geh klar. Ja. Und wenn er jetzt. Alter, ich bin so neidisch auf deinen scheiß Metagross, ne? Aber, ey, ich muss gerade auch ein paar Trackies spammen gegen Milotic. Ich habe gefühlt nichts dagegen. Ich bin froh, dass ich den Sandsturm gerade draußen habe. Wann erlernt Metagross Zen Headbutt? Boah, das weiß ich nicht. Ich habe halt noch die ganze Zeit Psychokinese und das ist halt gegen Milotic gar nicht so geil. So, Trank Nummer 2 müsste das jetzt sein. Die benutzt halt auch einen Trank. Ach nee, das bin ich. Nevermind. Aber ich glaube, die benutzt, glaube ich, auch gleich einen Trank. Ich kann es mir vorstellen. Und ja, die benutzt auch einen Trank. Das heißt, wir haben jetzt wieder 2 Hypertränke zur Verfügung. Und ich wechsle nicht in den Surfer rein. Das heißt, ich kriege hier jetzt auf jeden Fall 2 Psychokinesen raus. So langsam wäre aber auch der Special Death Drop mal nice gewesen. Jo, der Kramschiff hat doch damals ein Pokémon von dir getötet, ne? Das war das war richtig crazy. Du hattest nichts dagegen. Awesome Crit. Tja, diesmal habe ich Eren. Ja. Thunder Punch. Warte mal, für den schönen Thunder Punch machen wir gelb hier. Warte, da gehe ich mit. Bam. Er geht für Rest. Oh no. Come on. Oh shit, okay. Aber ich meine, ey. Du kannst... Theoretisch Setup. Hast du irgendeine Mon mit Setup-Moves? Ich glaube nicht, nee. Pure Ugly. Digga, das ist das pure Hässliche. Doch, ich hätte Curse Hippotheros, aber das wäre nicht... Der Sleep Talk? Was? Digga, ich wollte gerade noch fragen, weißt du, kennst du alle seine Moves? Weil maybe hat er Sleep Talk, dann habe ich mir gedacht, nee, du hast bestimmt schon alle Moves von dem Teil gesehen. Der hat Surfer, Rest und Sleep Talk bisher. Ja, ich habe auch seinen vierten Move noch nicht, ich hatte die ganze Zeit nur Surfer eingesetzt. Aber er schläft immer noch und jetzt sollte er sterben. Außer er geht jetzt, wenn er jetzt Recover oder so bekommt. Surfer, okay. Ist in Ordnung. Uff, dickes, fettes Uff, Alter. So, aber das Ding ist jetzt endlich down. Aber jetzt kommt wahrscheinlich Kramchef rein, ne? Ja. Ich habe noch... Also einen Trank habe ich auf jeden Fall noch. Wie voll ist Hippotheros? Ich glaube, dass ich dann raus in Hippotheros gehen werde. Hunchcrow, ja. Ja. Was sagst du? Garchomp oder Hippotheros? Butyros ist halt nicht voll, aber der hat halt 10 Milliarden Death. Und Garchomp. Hast du einen Eiszahn auf Hypoterus? Nee. Stimmt, ich kann ihn gar nicht hitten. Nevermind, ja, true. Dann gehe ich wahrscheinlich raus in Garchomp. Schau mal, wie viel Damage er mir drückt. Muss halt aufpassen, ne? Es ist halt ein Kramschef, Digga. Naja. Thunder Wave, lol. Er ist für T-Wave gegangen. Auf meinen Switch in. Das ist sick. So, und hier gehen wir jetzt für Dragon Claw. Pure Ugly. Übrigens, Pure Ugly hat Hypnose, ne? Pass auf. Okay, alles klar. So, Eren kommt auf 49 und bekommt somit Earthquake. Okay, jetzt der beste Move im Game. Und Brave Bird, okay, das killt aber natürlich nicht. Und der kriegt jetzt Rauhaut, Recoil. Der bekommt jetzt erstmal ordentlich
Damage reingedrückt. Alter, das zieht aber schon echt viel. Digga, wenn das eine High Roll wird im nächsten... Nee, ich bin schneller. Also er stirbt zu 100% jetzt an der Dragon Claw. Okay. Und ich habe hab die Leftovers noch drin. Okay, Dragon Claw, ich bin schneller und damit stirbt Kramchef. Und jetzt fehlt nur noch Pure Ugly. Der sollte aber nichts gegen Garchomp haben. Wie gesagt, er hat Hypnose, er hat Body Slam. Okay, ja, werde ich halt trotzdem auf Dragon Claw gehen. Das ist das, was am meisten Damage macht und da sollten zwei ausreichen. Er bekommt Sandsturmschaden. Pure Ugly hat schon gute Attack-Werte, ne? Also. Ja, aber ich habe 125 KP noch. Also sollte, denke ich, passen. Okay. Weil du hast halt noch einen Meter groß, ne? Ja, aber das ist auch gerade, das hat hier 89 KP, ne? Das ist jetzt auch nicht mehr so Full Life. Okay, geht für Protect, ist in Ordnung. Ist okay. Dann kriegt er nochmal Sandsturmschaden, damit kann ich leben. Und ich krieg nochmal Leftovers Recovery, damit kann ich auch leben. Die Sache ist, die haben ja alle Protect, aber das bringt denen halt so null, weil wir halt echt viel Leftovers und sowas haben. Ja, ja. So, Dragonclaw und reicht es vielleicht sogar schon? Ja, es reicht. So, Crit. Meine Steinkante hat wegen so viel nicht gereicht, Alter. Und das hat sogar noch eine erhöhte Crit-Chance. Ja. So, jetzt gehen wir noch heilen und dann kommt jetzt das Team Rocket-Finale, ne? Ja, Mann. Was hat der... Atlas. Du hast gesagt, der hat ein böses Hundemon, der Atlas. Das ist das Einzige, woran ich mich, glaube ich, noch erinnern kann. Ich glaube, der hat ein richtig, richtig ätzendes Hundemon. Ich meine, Hundemon... ist nicht das Krasseste. Ich meine... oh, nein. Ah, Digga. Okay. Ein richtiger Clown, ey. ja, wie gesagt, das Ding ist... Der wird jetzt halt heftig, ne? Ich glaube, also... der höchstes Pokémon gerade war auf Level 47. Ich denke, sein höchstes Pokémon wird auf Level 50 sein. Oh, Mudbomb, lol. Aber das macht nicht so extrem viel. Nee. Kein Stab, der hat nicht einen krassen Spezialangriff oder so. Es geht fit. Der Höllenhund kann halt schon mit Finsteraura Erin wegbomben. Meinst du? Wahrscheinlich hat er sogar noch Nasty Plot oder so ein Scheiß, Alter. Das kann sein. Ich glaube auch, dass er Solar Power, Solar Beam, irgendwas, sowas hatte. Ich glaube es. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hab gar keinen Bock, gegen ihn zu kämpfen, ne? Also wirklich null. Aber es muss getan werden. Ich werde auf jeden Fall mit Mike leaden. Mike ist immer ein relativ nicer Lead. Weil du hast halt den Choice Band. Du kannst halt eigentlich fast immer was wegböllern. Double Hit, Digga. Okay, ich warte jetzt hier auf dich. So, ich speed mal ein bisschen. Ja, mach das. Vor allem... gehst du eben kurz noch heilen? Besser ist es, ne, ja. Ah, ich habe einen EQ verschwendet und ich habe ein bisschen weniger Leben. Und hier machen wir... Freunde, hier machen wir keine Späßchen. Nope. Ja, Hundemon. Ich meine, mein Snibuna wird davon weggebumst. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich so richtig gegen Hundemon machen soll. Castile kann... Brain punchen, nur die Frage ist... Okay, ich tanke eine spezielle Attacke von Hundemon. Aber dann setzt du Sucker Punch ein. Hat Hundemon Sucker Punch? Hundemon kann Sucker Punch haben. Man spielt auch auf Hundemon Sucker Punch eigentlich, also so im normalen... auf normalen Hundemon. Ja, aber mit einem Drain Punch und so. Ich meine, ich sollte vielleicht nicht direkt rein switchen in das Teil, aber ja. Alles andere wird, glaube ich, schon funktionieren. Die Frage ist, outspeede ich überhaupt Hundemon? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Berechtigte Frage. Alright, gehen wir nach draußen. Und da oben steht er. Dieser Bastard. Okay, Archer.
Mit was wird er leaden? Weißt du das? Ich kann gerne nachschauen. Keine Ahnung. Ich guck mal ganz kurz nach, was ich für ein Init hab. Ich glaube, ich habe 90 und die Mega-Entwicklung nach nur 100. Er leadet mit Zengo. Okay. Oh, okay. Galagladia, glaube ich, 90 Init. Da kannst du mit Galagladia, glaube ich, sogar leaden, oder? Und einfach mal nee, 80 Init. Mega hat 110. Oh. Okay. Ja, ich kann tatsächlich mit dem leaden. Willst du für SD gehen? Pundemon. Pundemon hat 95 Init, also outspeed ich auf keinen Fall. Nee. Besonders, ich glaube, das safe. Okay, er geht jetzt. Er geht in Machomai. Yo, der hat Machomai. Oh, shit. Aber ich habe. Okay, was glaubst du ist besser? X-Bart, wo seine Kampfattacken Zero Damage machen, er aber potenziell Steinkante und Ice Seep kann? Oder ich gehe raus in Hippowdon, wo er nur Ice Seep kann und Hippowdon hat eine richtig krasse Death? Hippowdon auf jeden Fall. Der hat okay. 100% Steinkante oder Thunder Punch. Ja. 100%, Digga. Was hat Zengus bei dir für einen Move eingesetzt? Weil sonst nichts. Ich habe ihn ge-one-shotted. Oh. Er geht für Kreuzhieb bei mir, aber selbst. Denkst du, dass er mich one-shotten kann mit Zengus? Never, oder? Du weißt, man, das ist Inuyasha. Ja, ist aber krass. Er ist nicht gepoisoned. Ja, das stimmt. Das stimmt. Maybe hat er Wahlband. Ich und hätte halt. Malmklaue. Hätte er das oder ich habe halt Angst, dass er. Ach komm, scheißegal. Also Machamp kill ich auch OKO ohne Swords Dance. Von daher gehen wir auf ein Safe Play. Knallen so ein Goose aus dem Leben. Was macht so ein Cross-Chop? Ein bisschen was, aber ist okay. Ich fluch mich einmal hoch, weil jetzt, also auch ein Crit killt mich nicht. Jetzt nach den Leftovers Recovery. Plus ich kann jetzt für Slakoth gehen. Oh, Gyarados. Der junge Gyarados, ne? Krass. Holy okay. Shit, Junge. Die Frage ist, will ich mich jetzt noch ein bisschen höher boosten für Gyarados, aber dann. Oh, sein Kreuz geht daneben, nice. Weißt du, wie gerne hätte ich jetzt einen Elebol-Tag? Ja. Ah, ich hab nichts. Ich kann zu Eren, wird vierfach gekillt. Double Bush Mr. wahrscheinlich. Mette. Double Bush, safe. Ja, true. Außer, ja, Ice Sun würde ich auch macht easy tanken. Ich weiß, konnte der da schon Sprungfehler? Ich wollte gerade fragen. Genau. Ich wollte gerade fragen. Egal, ich gehe auf Leech Seed. Ich gehe okay. auf Leech. Der killt mich niemals. Der killt dich niemals, nee. 10% Para. 10% Para. Digga! Das ist Digga! Ein Crit. Das ist ein Crit. Das ist Digga! Ein Crit. Das war ein Crit. Ich wollte es gerade sagen, Alter. Das war sowas von ein Crit. Holy shit. Ey, guck dir mal den Damage an, ne? Das ist mein defensivstes Pokémon in dem Scheiß-Team hier. Okay, pass auf, er geht jetzt bei mir raus in Gyarados, ja? Ah, er hat einen Bedroher, okay, ne, meint. Aber ich bin jetzt halt auf plus minus 0. Und, aber ich bin auf Death plus 1. Was ist denn meine Gyarados-Antwort? Wahrscheinlich Mike, aber der könnte EQ haben. Ich glaube, ich bleib mal drin und gehe für Crunch. Warte mal. Er geht für Bounce, okay, ist in Ordnung. Ah, da wäre ich besser für links gegangen. Für Curse nochmal. Aber ich krieg jetzt Anschlussschaden. Das Problem ist, was mache ich jetzt? Hypertrank einsetzen, er hat dich gecrittet. Ja, aber. Dann habe ich einen Trank weg für. Na, ja, gut. Muss fast. Ich muss fast. Ja, ja, musst du. Bist du neid. Danke. Okay, so. Alter, hat der Bounce bei dir so wenig gemacht? Ja, aber ich bin auch auf plus 1 Death. Ah, okay. Jetzt geht er für Waterfall, okay. Ich glaube, er geht für Bounce. Crit kill soll ich nicht. Soll ich zu meinem. Soll ich rausswitchen, während er bounced? Zu Eren oder irgendwie. Eren schippt halt danach, ne? Nö, Eren, ich kann ja wieder rausswitchen. Aber dann musst du halt die ganze Zeit raus. Okay, Leech Seed, stimmt. Ja, ja, geh raus in Eren. Ja, Leech Seed und. Hier, Überreste. Ich habe einfach keinen Bock, mit Double Bush nochmal so ein Ding abzubekommen. Ja. So, ich habe jetzt auch noch zwei Tränke frei. Ja, genau, und jetzt verfehlt der Lil. Oh, er geht für seinen Hypertrank jetzt. Das heißt, ich habe jetzt auch wieder drei Tränke. Das ist in Ordnung, ist okay.
Frage ist, geht er jetzt für Bounce? Soll ich zu Chin-Chan eine Wasserattacke tanken, Fake-Outen, nee. Leech seeden und dann crunchen? Nochmal bitte. Ich kann zu Chin-Chan rein, einen Nassschweif oder was auch immer da kommt, tanken. Dann Fake-Outen, Leech Seed recovern und crunchen. Das könntest du potenziell tun, ja. Wäre. Ich meine, ich habe sowieso den Focus Sash, also One-Shotten kann er mich nicht. Und für Bounce geht er nicht. Er geht für Waterfall, wenn ja. Okay. Das dürften wir tanken. Nice. Es ist ein Gyarados, aber. Warte mal, das wird nicht resistiert? Nein, hä, das Eis. Eis wird normal getroffen vom Wasser. Oh, warte mal, umgekehrt, ne? Damn. Ja, genau, genau. Aber ist okay. Du kannst jetzt hier Fake-Outen. Ja, genau. Überhaupt gar kein Problem. So, jetzt kriegst du nochmal Leech Seed Recovery. Oh, er parat mich mit Bounce. Oh, no. Ah, Digga. Okay. Er geht für Hyper Potion. Das ist okay, weil jetzt kriege ich nochmal Leech Seed Recovery. Ja. Und Outspeeden tue ich so oder so. Das macht nicht die Hälfte. Oh Gott, wir haben zum Glück einen Death Drop bekommen. Okay, dann müsste das jetzt killen. So, ich habe jetzt hier noch zwei Items. Oh, er wechselt raus. Er geht in Hundemann, oder? Nee, Sheerogs. Digga, der hat gerade sein Leftovers minus 1 Death Pokémon rausgedroppt. Ja. Und kriegt nochmal einen Death Drop. Okay. ja. Das war's dann mit Chin-Chan. Soll ich zu meinem eigenen Klitschi rein und einfach, ich meine, wobei. Soll ich zu Erit? Nein. Ah. Kein Crit, kein Crit, kein Crit, kein. Musst du Klitschi. Alles nur kein Crit. Okay, gut. Oh, Digga, so flincht vom mich. Er flincht mich. Aber Sandstorm, ah, reicht nicht, ne? Ah, Digga. Das heißt, ich muss noch einen Heiltrank benutzen. Und dann habe ich nur noch ein Heil-Item offen. Oh mein Gott, der Junge hat Swords Dance, Digga. Aber was kann er dir? Naja, nicht viel, aber ich ihm auch nicht. Aber er hat einen Death Drop drin, ne? Denk dran, ja, er hat einen Death Drop drin. Das macht übertrieben viel Schaden. Er zieht zurück! Junge, der wächst er geht den Hund. Yo, Alter, ohne Witz, ich habe so Angst vor dem Viech. Ich glaube, das ist heftig. Und jedes Drecks-Pokémon von ihm hat hier Bedroher. Digga, wär ich für die Kehrtwende gegangen, wäre das Ding jetzt halt safe schon Half-Life oder so. Oh, ich hab einen Attack-Boost bekommen! Soll ich Bullet Punch? Nein. Jetzt wirst du ein bisschen übermütig, richtig, Alter. Richtig greedy, Junge. Ja gut, wie gesagt, ich kann halt nicht viel machen. Okay, pass auf, das jetzt hauen und draußen. Ich glaube, ich kann hier für Erdbeben gehen, oder? Ich bin auf Hast du gute Spätzle-Fährte? 90, Findest du Aura Flinch oder Fire Blast? Ich glaube, dass ich beides tanke. Okay. Ich gehe für EQ. Ich bin auf minus 1, es sollte fein sein. Soll ich zu Mr. Möppel raus? Okay, er geht für Sonntag. Bitte kill. Bitte kill. Er macht halt auch meinen Sandsturm kaputt, ne? Bitte kill einfach. Bitte kill. Ich bin auf minus 1. Bitte kill. Das ist nur ein Hundemann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Was? Digga. Der hatte einen Fokusgurt? Deswegen ist er nicht gestorben. Alles klar. Okay, 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 okay. Ich gehe raus in Garchomp. Er geht jetzt für Sonnentag und ich gehe auf Surfer. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Der Fireblast Mist. Der Fire Blast Mist. Lol. GG. Nein, und das reicht genau nicht. Das heißt, ich kann jetzt mit Dragon Claw gehen. Strong. Oh, und es killt. Denkst du, dass er hochheilt? Er hat bei dir auch schon ein Item benutzt. Bei mir hat er nur eins benutzt, später nicht mehr. Oh shit, jetzt ist er in der Sonne. Aber er hat nicht die Fähigkeit. Er hat nicht die Fähigkeit. Nein! Ein Crit. Ein fucking Crit. Oh, damit stirbt mein Garchomp, ne? Aber ich bin gerade noch in Garchomp drin. Soll ich. Ich gehe zu Chin-Chan.
Da kann halt nachher ein Cherox rein. Oh, Digga. Ja, was soll ich jetzt mit Garchomp machen? Ich meine, ich kann... Wenn ich jetzt rauswechsle... Das war Garchomp, ne? Ja, aber wenn ich jetzt rauswechsle, dann waste ich halt viel zu viel. Ich kann halt für den schlechtesten Move gehen, aber es wird ihn halt trotzdem killen. Ja. Also wenn ich jetzt rauswechsle würde... wenn ich jetzt rauswechsle würde, würde ich es mir selbst mega hart verbocken. Ja, ja. Ich kann zu Castile und Shadow sneaken. Ja. Das Ding ist, ich meine, ich kann mit Weavile outspeeden, aber er hat noch einen Machamp, er hat noch alles in der Hinterhand, um Chinchan zu killen. Von daher muss ich jetzt zu Castile rein. Und Shadow sneaken. Ich weiß, es wird resistiert, aber come on, Bro, das tankst du nicht mehr. So, jetzt muss ich, glaube ich, sowieso rauswechseln, oder? Gegen das Ding. Aber in was ist die Frage? In Kira? Aber mit Kira habe ich nichts, womit ich ihn hitten kann. Mike hat Fire Fang. Aber er hat immer noch seinen Drecksgarados, Junge. Was mache ich jetzt, ist die Frage. Sein Garados wird jetzt niemals auf... Er wird safe für einen Bounce gehen. Safe. In der Sonne geht er nicht auf Kaskade. Wenn er gegen Castile drin ist, was Kampf-Pokémon ist. Ja. Und jetzt fick ich seine Mutter, Alter, mit einem Thunder Punch. Okay, fickst du so. Und er misst. Bei mir ist noch Cherox draußen. Oh, Garchomp war mein stärkstes Pokémon aktuell, ne? Okay, nice, er greift sich selbst an, das ist sick. Soll ich mit Champ, soll ich gegen Machamp, warte mal, er Cross-Chop, ne? Ja. Wie viel Stärke hat das? 120? 100. 100? Ja. Tank ich nicht mit Eren, ne? Hat er Fire Punch gehabt oder sowas? Weil er ist in der Sonne. Oh, no. Oh, no. Das killt nicht. Das macht ja gar nichts, lol. Bullet Punch, Digga. Ja, aber er ist auf plus 2. Dafür hat es echt wenig Damage gemacht, ne? Ja. Ja. Ich gehe jetzt für Confuse Ray. Er geht nochmal für Bullet Punch, Cross-Job. Okay. Er misst den halt auch nicht, ne? Den Cross-Job. Bei mir hat er auch erst den dritten oder so gemisst. So, ein Heil-Item habe ich noch offen. Das heißt, ich kann jetzt noch hochheilen. Wenn er sich selber angreift, dann ist er tot. So, letzter Hypertrank. Er wechselt raus. Digga, der wechselt die ganze Zeit raus bei mir, Mann. Drapion. Bei mir zum Glück nicht. Ey, das ist schon der dritte Switch von dem. Und er greift sich selbst an. Das sollte ihn, glaube ich, killen, oder? Ja, nice. Ich habe ihn besiegt, aber leider stirbt Garchomp, Mann. Okay, der Junge hat safe eine Poison-Attacke. Klitschi, komm rein. Mach den kaputt, Mann. Cross-Poison juckt nicht. Bugbite. Earthquake. Und er outspeedet mich. Aha. Ja gut, zum Glück habe ich anständige Death-Werte. Das denke ich auf jeden Fall. Das ist nicht mal... Digga, geh nach Hause. Warte, was? Oh no. Ich konnte nichts tun? Das passiert im Originalspiel nicht. Wir haben noch einen Giovanni-Fight, oder wie? Ja! Lol, aber okay. Unsere Pokémon werden geheilt, aber Ghibli und Mr. Möppel sind jetzt halt trotzdem tot, ne? Ja. Yo. Okay, warte mal ganz kurz. Ich bin gleich auch soweit. Metal Claw, bitch. Ja klar, das war Crit, oder? Nein, war kein Crit. Krass, okay. Boom. Und tot. Okay. Ich dachte gerade so, hä? Normalerweise im normalen Spiel kommt Giovanni hier, glaube ich, nicht hin. Und dann sagt er, oh, ein Kind hat es geschafft, Team Rockets Rückkehr zu durchkreuzen. Ich glaube, ich muss hier mal Respekt beibringen hier. Und dann auf einmal fordert er dich heraus.
Ist klar, Digga. Ich glaube, das war das, wovor ich so viel Angst hatte. Ich wusste, vor irgendwas habe ich noch Angst, was passiert. Oh, nö. Sollen wir denn Giovanni noch in dieser Folge? Ja, wir können ihn, glaube ich, in der nächsten Folge machen, oder? Sollen wir in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder 30 Minuten im Part. Ist besser so. Aber allein das war schon ein richtig spannendes Match hier. Dieser Typ, Alter. Dieser Typ. Ja gut, Freunde, aber ich denke mal, das haben wir relativ erfolgreich hinter uns gebracht. Mit Ausnahme natürlich von dem ultra bösen Crit. Ey, der hat mich, ich glaube, der hat mich geone-shottet. Ja, ja. Ich glaube, ich war full life oder hatte nicht so ganz gut full life, aber so gut wie full nicht life. Nicht ganz, ja. Aber... Aber okay. Du hättest ihn auf jeden Fall getankt. Ja, aber das war einfach der Overload. Overkill. Ja, komm, wir ballern hier das Matchamp noch runter. Keine Ahnung, warum der jetzt noch 5 Heil-Items einsetzt, Alter. Ich glaube, ich leech-seede mal ganz kurz. Weil sonst dauert das 50 Jahre. Er hat, by the way, noch nie einen... Cross-Trap gemisst. Ja, aber ich habe die fucking Leech-Seeds gemisst. Man kennt's. Stone Edge, er misst nichts, Junge! Nichts! Oh, das ist die Stone Edge, die wir am Anfang angesprochen haben, ne? Wo wir uns gefragt haben. Glaubst du, er kann Stone Edge? Ist halt safe so. So, ich mach mal ganz kurz den hier. Ich meine, zum Glück werden wir. Oh, da war der Crit. So, bam, Digga! Okay. Gut, Freunde, das war's für den Moment. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Im letzten Kampf gegen fucking Giovanni, Digga. Den gibt's normalerweise in dem Spiel gar nicht, also als Gegner. Crazy. Wir werden sehen. Du wusstest auch nicht mehr, dass es den gibt? Das ist schon echt lange her halt. Alter, okay. Alright, Freunde, lasst auf jeden Fall dem Razer einen Daumen da für diesen spannenden Team Rocket Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Haut rein. Ciao, ciao.